So, okay. Ja. Gut, es war auf jeden Fall gerade hier ein Internetabsturz oder sowas, weiß ich nicht, weil irgendwie stand da Netzwerkfehler. Na, da stand jetzt Netzwerkfehler. Aber mein WLAN war komplett an. Wisst ihr, was ich meine? Mein WLAN, das war komplett an. Alles volle Pulle, alles da. Und trotzdem stand da irgendwie Netzwerkfehler und auf einmal ist der Stream aus. Ganz komisch, weiß nicht warum. Aber wie es aussieht, ne? Ich bin jetzt wieder live. Es klappt ja alles. Also woran das lag, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir werden uns noch das Gameplay jetzt anschauen. Ne? Komplett durch, das ist klar. Wir werden auch sehen, noch wer gewinnt. Lavo und Lisi, die haben ja schon insgesamt 4 Siege. Also die haben schon definitiv gewonnen. Und deswegen mich auf jeden Fall per Insta anschreiben. Dafür einfach Ausrufezeichen Insta in den Chat eingeben. Genau. Ja. Ja gut, wir schauen jetzt Popo Du und Bock Joker Freenet noch zu. Aus welcher Perspektive gucken wir überhaupt gerade? Ach so, okay, ich hab irgendwie gerade gedacht, hä? Aus welcher Perspektive gucken wir? War ganz strange, Digga. Ziemlich strange. So, jetzt können wir es gut hören. Oh ja, die Technik ist ganz gut. Oh, da geht direkt ein guter Hit rein. Ich finde auch diese Technik immer krass, ne? Wenn man einfach das Bouncepad platziert, der Gegner fliegt nach oben und dadurch, dass er nach oben fliegt, kann man ihn perfekt abaimen. Finde ich so geil. Es ist immer mega insane, man. Mega insane. Oh, wo, 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 wo. Okay, nutzt die Bouncers. So, Jasper ist auch am Start, grüß dich. Wursch geht. Ja, Julio spielt auch wieder mit. Okay. Hat Bock Joker Freenet jetzt geholt. Ja, der hat echt gut gespielt, ne? Der Bock Joker Freenet. Der hat das gut gemacht, aber am Ende konnte er leider nichts mehr machen, weil erstens keine Meta und zweitens natürlich Sturm. Was willst du tun? Ist jetzt schon wieder Lavo und Lisi. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die gewinnen jetzt schon locker das 5. Mal hintereinander. Nenn Jason, sagt Jason. Achso, bist Jason, ja? Jason, was geht? Ja, der ist die legendäre Skarge da gedroppt, ja, macht ja auch Sinn. Weil er selber hat ja eine mythische, ne? Macht Sinn. Aber wie sein Name auch ist, sein Name ist einfach Lisi is broke, ne? Er ist einfach ein guter Spieler, ja, ja. Ja, aber Lisi hat bis jetzt auch gut gespielt, muss man auch sagen, ne? Also sein Name passt schon zu dem, wie er auch spielt. Das passt schon. Oh, schönes Ding. Er konnte ihn nicht mal sehen, ne? Der wusste nur so ungefähr, wo er ist und er trifft trotzdem. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, die bleiben lieber auf Distanz. Weil direkt zu pushen ist auch nicht immer so einfach. Weil ich glaube, das sind die letzten 2 Duos. Die jetzt noch Lisi und Lavo bekämpfen müssen. Die letzten 2 Duos. Und da möchte man natürlich nicht in ein Sandwich reinkommen. Das wäre nicht so geil, ne? Weil sonst spielen einfach mal hier 4 Spieler gegen dich, ne? Na, die schießen dann gegen dich, eliminieren dich komplett.
Ass. Da muss man echt gut aufpassen. Ja, ist halt schwierig, ne? Der ist im Busch. Der ist wirklich konstant die ganze Zeit in diesem Busch da. Kommt da nicht raus. Und wie willst du gegen ihn kämpfen, wenn er da im Busch ist? Du weißt nicht, wo er ist, von wo er schießt. Du hast keine Ahnung. Oh, der Headshot. Ja, deswegen jemanden im Busch zu bekämpfen, ist echt schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wir switchen einmal rüber zu Lavo. Weil der kämpft noch gegen die. Oder auch nicht. Ne, okay. Er tankt einen Chuck-Chuck. Ist das dein Ernst? Er tankt jetzt wirklich einen Chuck-Chuck. Für 27 HP. Oder 24 Schild. 27 Schild halt. Aber warum, hä? Es sind doch nur 27 Schild. Irgendwie voll sinnlos. Ja, moin. Okay. Man merkt so richtig, dass die Duos alle gegeneinander gar nicht kämpfen wollen, ne? Einfach aus dem Grund, weil man immer gesandwiched werden kann. Die wollen erstmal nicht kämpfen, die wollen warten, ne? Die warten erstmal, bis die Zone so richtig, richtig klein wird und sie dann am Ende kämpfen müssen. Weil dann kann man auf jeden Fall besser spielen, das ist halt das Ding. Da wird man nicht so oft hier gesandwiched etc. Da kann man echt, echt gut spielen. Ja, mal sehen, was am Ende kommen wird, ne? Weil ich denke mal so, die nächsten 2-3 Minuten wird erstmal nichts passieren. Und dann so nach 4-5 Minuten, wenn die Zone so richtig klein ist, die werden sich gegenseitig so bekämpfen. Das wird mega verrückt. Das wird so gefühlt so FNCS-mäßig. Ja, die Copyright-Musik ist wieder am Start, wie man es kennt. Ja, ja. Und da hat Epic Games einfach seinen Job nicht, die haben ihren Job nicht richtig gemacht. Ja, ja. Komisch. Und er gönnt sich den nächsten Chuck-Chuck. Ja, wie sicher hier gespielt wird, ne? Unglaublich. Was für eine Präzision einfach, ne? Wie man so richtig... Die Gegner denken richtig nach, ne? Die gehen nicht einfach draußen und denken wirklich nach. Finde ich echt krass. Ja, Lavo und Lee, sie haben schon wieder gewonnen, ne? Weil die strategisch einfach so krass spielen. Die haben gewartet, bis sie sich gegenseitig bekämpfen und pushen erst jetzt rein. Das ist halt einfach das, ne? Strategisch gut gespielt. Oh, ob das Aim aber auch sitzt, das ist halt die Frage. Ja, weil Strategie ist nicht alles. Es geht auch ums Können. Oh, Lavo. Okay, die haben den einen schon gefinisht, okay. 2-1 noch. Lavo gönnt sich schon wieder den Chok-Chok. Mal wieder. Gleich hat er wieder 200 HP. Das ist schon irgendwie voll unfair, ne? Er ist alleine, muss gegen beide kämpfen. Und der könnte sich jetzt einfach mal einen Chuck-Chuck und hat wieder 200 HP. Das ist so unfair. Es ist so unglaublich unfair jetzt. Krass.
Was macht er? Was macht er? Achso. Okay, er will den Grappler nehmen. Ja, okay. Digga, was machen die da? Was ist das? Mit dem Granatwerfer, die bouncen sich da durch die Gegend. Wieso streamst du jetzt auf Twitch, weil ich was Neues ausprobieren möchte? Ich möchte jetzt nicht nur immer auf YouTube live sein, sondern auch auf Twitch. Um einfach auch eine neue Plattform für mich zu entdecken. Ganz einfach. Ja. Kam zur DJ-Karriere, weil die Beats sind echt krass. Achso, die Beats sind von DJ Golden Boy. Ne? Die sind von meinem Bro. Der macht die. Digga, Lizzie Stone, was? Ey, wenn die jetzt verlieren, ne? Wenn die jetzt wirklich verlieren. Junge. Digga, die sind so eklig, ja. Junge. Oh Mann. Was ist das? Wenn die jetzt verlieren, ne? Oh, das wird so peinlich. Das wird so peinlich, wenn die jetzt verlieren. Ach komm jetzt. Lavo muss das gewinnen. Das kann man Hashtag peinlich in den Chat schreiben, wirklich. Direkt. Einfach Hashtag peinlich in den Chat. Er muss das jetzt rasieren. Was macht der Gegner? Er springt da einfach irgendwie in die Luft. Bruh, was war denn mit dir los, Elite? Was war da los? Ja, Lavo und Lizzie 5 Wins, ihr habt gewonnen, Digga. Das ist halt so insane. Wie kann man 5 Wins gemacht haben? Und das sind gerade mal 2 Stunden oder so. Also, es ist wirklich einfach geisteskrank, Digga. Geisteskrank heftig. DJ, Insta, mich per Insta anschreiben. Und dann könnt ihr meinen Black Knight Sticker bekommen. Let's go. GG, Digga. Und so, Leute, ich würde sagen, na, ich war jetzt auch wieder schon 2 Stunden am Start. Na, Lavo und Lizzie haben ja schon gewonnen, deswegen bin ich jetzt auch off. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder mit Custom Games. Mein Bro wird da auch wieder am Start sein. Wird mega nice. Damit ihr es nicht verpasst, einfach ein Follow da lassen hier auf Twitch. Und wir sehen uns dann morgen um 18 Uhr. Schön, dass du da warst. Und vergesst natürlich nicht, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, einfach meinen Creator-Code BoxenMail-Brian geben. Freue ich mich auf jeden Fall riesig drüber. Lavo und Lizzie heute mit einer echt krassen Leistung. 5 Wins, gewinnt das Ding. War insane. Haut rein, schön, dass ihr da wart. Und freut mich, dass auch so viele wirklich von YouTube direkt auf Twitch gekommen sind. Auch ein Follow dagelassen haben, jetzt hier im Stream sind. Hätte ich nicht gedacht. Na, tausend Dank an alle, die ein Follow dagelassen haben. Mega insane. Freut mich.